Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in der Nähe vom Europapark. Aus Ringsheim sind wir, ne? Ja, es ist so live, fast live. Knapp 5 Minuten entfernt vom Europapark und wir haben hier ein anderes Hotel diesmal, was wir euch vorstellen wollen. Das war Holiday Inn Express, relativ günstig. Man muss mit dem Auto zum Europapark fahren, aber trotzdem relativ gut zu erreichen. Genau, wir haben das jetzt relativ spontan gemacht. Wir haben jetzt quasi Freitagabend. Eigentlich wollten wir erst Samstag einchecken in die Europapark-Hotels, wollten uns aber den Anfahrtstress sparen, hatten aber auch nicht so viel Lust, 220 Euro für die Europapark-Hotels auszugeben. Wir haben hier einen Tipp bekommen. Die Bilder sehen ziemlich nice aus. 84 Euro, ne? 85. 85. Der Preis schwankt. Der Preis war auch mal bei 70. Der Normalpreis ist, glaube ich, 113. Auf jeden Fall interessant. Alternativ zu einer Ferienwohnung, weil hier weiß man, was man ungefähr bekommt. Klimatisiertes Zimmer. Man muss aber auch sagen, hier gibt es auch Pooltaxe, muss man natürlich auch noch zuzahlen. Das heißt, ein bisschen mehr drauf. Wird schon, aber es ist nicht viel. Wir haben jetzt ohne Frühstück, man kann es auch mit Frühstück bestellen, es ist ein bisschen teurer, aber wir haben jetzt mal ohne Frühstück und werden. Bist du sicher? Ich glaube, weiß es nicht. Also schon nicht mit Frühstück drauf. Wir werden es ja sehen. Wir schauen. Hier sogar 3 Sterne Superior, das wusste ich gar nicht. Auf geht's. Gecheckt und haben Zimmer 217 am Start. Das Hotel ist sehr neu, seit 2018 gibt es das. Und unten die Lobby sah ja schon richtig geil aus. Und jetzt zeigen wir euch mal das Zimmer. Alles komplett klimatisiert und mal schauen, ob da die Bibi aufmacht. Ich habe dich schon durchs Schlüsselloch kaum gesehen. Ah. Ist es auch total leise, ich habe dich gar nicht wirklich gehört. Das ist super. Rustikal. Ja, kommen wir mal rein in das wunderschöne Zimmer. Man sieht auch schon, dass es relativ neu ist. Kommt doch mal rein, hier rückt ein Spiegel auf beiden Seiten, links, rechts. Ganzkörperspiegel? Ganzkörperspiegel. Oh mein Gott, sehe ich eigentlich auch. Genau. Dann haben wir hier das Bett, ein großer Fernseher. Das Bett ist echt, das sieht super schön aus. Ja. Wir haben die Lampen noch gar nicht angemacht hier. Nö. Wie gehen die denn an? Bei dir? So, man muss die hoch. Oh, man muss die. Wow! Cool. Mach mal das Licht auf, okay. Das ist aber, ich habe das noch nie gesehen. Also, das ist echt eine coole Idee. Ja. Und auch schön gegen die Decke steigen. Dann haben wir hier einen Ausblick. Es ist super hell auf dem Parkplatz und auf die Straße. Ja. Dann kann man hier auch, ne, wenn du zum Beispiel schon mal Instant-Kaffee hast oder Tee oder so. Ich glaube, das gab es bestimmt mal hier vor Corona zum Anbieten, aber darf man ja nicht mehr. Eine kleine Garderobe. Ja, für uns ist das jetzt überflüssig. Wir haben einen schönen Stuhl zum Sitzen, auf jeden Fall zum Chillen. Genau, hier haben wir noch was zum Chillen. Ja, das sieht so cool aus. Dann haben wir hier noch das Bad. Eine Kofferablage ist an der Stelle noch. Ja, genau. Und dann haben wir noch das Bad. Das Bad ist auch wunderschön. Es ist wirklich einfach nur toll. Und hallo YouTube. Und es ist schön klimatisiert, das muss man schon sagen. Ne? Und hier haben wir auch noch eine Dusche. Also für Kevin Top, hier ist es kühl, selbst der Flur ist klimatisiert. Also uns gefällt es bis jetzt ganz gut. Man kann auch dazu sagen, wir haben Frühstück bekommen. Also noch nicht, hey, morgen früh. Ab 6.30 Uhr kann man frühstücken. Und zwar gibt es diesmal ein Lunchpaket. Wünsch dir was. Du machst da Kreuzchen, musst dann heute Abend, müssen wir das noch abgeben. Am besten, wenn wir runtergehen. Und dann können wir das morgen ab 6.30 Uhr alles abholen. Und Kaffee und so kann man auch dazu bestellen, zum Mitnehmen. Also richtig, richtig praktisch. Gefällt mir gut. Und wenn du kein Frühstück haben willst, kriegst du einen 5 Euro Bargutschein. Mal überlegen, bist du Frühstück oder nicht? Naja, und von wann bis wann ist Frühstück? Von 6.30 Uhr bis 23 Uhr, nein. Von 6.30 Uhr bis 10.30 Uhr. Oder bis 11 Uhr steht, nee, bis 10.30 Uhr. Genau, und bis 23 Uhr muss man die Bestellung vorne an der Rezeption abgeben. Dann werden wir schaffen. Also ich finde das halt echt eine richtig coole Alternative, gerade jetzt auch für den Preis für 85 Euro. Selbst wenn man jetzt 100 Euro zahlt, wenn man teilweise... Mit Ferienwohnungen in Rust ist es halt so eine Sache. Wir haben eine richtig coole Ferienwohnung, die müssen wir aber immer für 2 Nächte buchen. Und wir sind auch schon mal richtig auf die Schnauze geflogen in Rust. Ja, genau. Das ist immer so eine Frage. Man kann mal halt gut, deswegen ist es immer ganz gut, wenn man sich austauscht, welche Ferienwohnung ganz gut ist. Aber im Großen und Ganzen kann man halt mit dem Hotel für eine Nacht nicht viel falsch machen. Also für eine Nacht finde ich das immer super. Auch jetzt für 2 oder 3 Nächte wäre das vollkommen in Ordnung. Aber Vivi, eine Sache haben wir noch gar nicht angesprochen. Das Bett. Bettenteil. Ja, warte, ich gehe auf Position. Lass die Einrichtung ganz, nicht, dass wir Ärger kriegen. Du hast abgenommen, gell?
bestätigt, ob ich abgenommen habe. Wenn es knackt, wisst ihr Bescheid. Oh, das sind auch schöne Betten. Oh, Kevin, das ist super. Ich will auch. Komm. Das ist echt geil. Ja, genau. Die Matratzen sind gut, das ist nicht zu weich, nicht zu hart. Ich bin in 2 Wochen wieder nach hier. Du. Vor allem mal noch überlegen, ob wir in 2 Wochen sowieso noch hierher fahren. Ja, wir haben in 2 Wochen auch wieder ein Hotel im Europapark, aber ich finde das halt. Für uns ist also es halt. Das ist halt für mich doof, weil wir jedes Mal Auto dahin fahren. Ja, ich finde es aber. Also für den Anreisetag finde ich es super chillig. Schau mal, jetzt haben wir schon 8 Uhr gleich oder schon nach 8 Uhr und dann ein Europapark-Hotel zu buchen, was jetzt nicht. Was man nicht so komplett ausnutzen kann, ist immer doof. Ist halt nicht so nice. Wir werden uns ein bisschen frisch machen und dann wird es für uns aber trotzdem ins Europapark-Hotel gehen, weil wir haben Hunger und dann werden wir noch eine Kleinigkeit essen. Zettel ausgefüllt, Klimaanlage läuft fantastisch, ey. Das ist, fällt mir so ein Stein vom Herz. Stell mal vor, wir hätten irgendwie so ein Ding ohne Klimaanlage. Oh, Frühstückszettel hat die Bibi schon ausgefüllt. Ja. Da bin ich mal gespannt. Können wir morgen als Lunchpaket einfach so mitnehmen. Ja. Und jetzt geht's Richtung Europapark, gell? Ja, muss eigentlich meine Sonne. Ja, mit einer Pizza und einem Getränk, einem Kaltgetränk entgegen. Oh, es riecht immer noch so eine Pizza in dem Aufzug. Oh, geil. So, Leute, wenn ihr euch fragt, wo das Hotel ist, da ist eine Tankstelle. Da tanken eigentlich einige. Die ist weltbekannt im Europapark. Genau, und direkt dahinter ist das Holiday Inn. Sehr, sehr gut. So, ihr seht das, wir brauchen quasi 8 Minuten. Ganz nah und jetzt geht's für uns ins Bellrock, oder Vivi? Ja, endlich. Ich hab so Bock aufs Bellrock. Bock aufs Bellrock, Hammer. Bellrock im St. Louis und warten auf unser Essen und wir warten auf unsere Cocktails. Wir sind hier in lustiger Runde. Es ist total schwül und heiß. Ich habe total. Oh. Wir haben jetzt unser Essen bekommen: Caesar Salad, Brot, Sandwich und geile Pommes. Also sieht schon lecker aus. Ich habe Hunger. Sandwich ist halt mega hier im Bellrock. Ja. Guten Hunger. Wir sind wieder zurück im Zimmer und es war wirklich easy. 8 Minuten Fahrt vom Europapark nach hier, war super gelaufen. Wir haben auch erfahren, dass man sogar mit einem Shuttle hierher, also in den Europapark fahren kann. Selbst wenn ihr kein Auto habt, fährt auf jeden Fall ein Shuttle. Sehr praktisch. Ich weiß gar nicht, wo der hier hält, müsste ich mal erkundigen, aber ist auf jeden Fall auch möglich. Auf jeden Fall sehr easy, sehr cool. Und wir gehen jetzt schlafen. Hier ist die Klimaanlage hat übrigens den ganzen Tag gepowert. Hier ist es wunderschön kühl drin. Und wir werden jetzt schlafen, weil wir morgen früh aufstehen müssen. Einen wunderschönen guten Morgen. Meine Güte, sind wir früh wach. Ja, richtig früh wach. Wir essen jetzt noch was und dann geht's los, ne? Aber wir haben richtig gut geschlafen, oder? Das Bett ist mega, oder? Ja, mega gut. Also als wir kurz geschlafen haben, haben wir gut geschlafen. Also top, top. Ich bin echt begeistert von dem Hotel. Wir holen uns jetzt das Frühstück ab und dann kommen wir gleich wieder. Ging jetzt gerade richtig, richtig easy. Mhm. Und alles dabei, oder? Ja, sogar noch extra. Hier so Cornies, also mega cool. Ready? Ja! Cornies! Ach, Maske kam wieder auf. Hygienemaßnahmen laufen da analogisch genauso. Wir gehen darauf jetzt aktuell nicht mehr ein, weil das ist ja eigentlich Standard, wie das in den Hotels abläuft mit der Hygiene. Und ja, das war's hier von dem Hotel. Ja, es war, auf jeden Fall hat es sich sehr gelohnt. Also Klimaanlage hat super gut funktioniert. Das ist ja nochmal wichtig hier an dieser Stelle zu erwähnen bei 37 Grad Außentemperatur. Also, Parkplätze sind auf jeden Fall auch genug vorhanden. Und lohnt sich, wenn ihr in den Europapark wollt, auf jeden Fall mal hier vorbeizuschauen. Und wenn es nur so wie wir bei uns halt ein kleiner Zwischenstopp ist, wenn man keinen Bock hat, morgens früh aufzustehen und loszufahren. Genau, so als Zwischenreise oder als erster Tag ist es ziemlich cool gewesen hier. Und es ist halt echt eine gute Alternative mit den Ferienwohnungen. Ich bin darauf ja schon mal eingegangen. Wir sind einmal richtig auf die Schnauze gefallen.
Und hier weiß man halt, was man bekommt aber für seinen Preis. Aber es gibt auch gute Ferienwohnungen und der Vorteil der Ferienwohnung ist, dass man auch Frühstück selbst bestimmen kann und dass man ja auch teilweise die Besitzer der Ferienwohnung irgendwann sehr gut kennenlernt und das halt auch noch so ein bisschen familiärer ist. Ja, das stimmt. Wir haben ja auch eigentlich unsere Ferienwohnung. Wir haben unsere schon eine Ferienwohnung, die wir geben ja auch nicht so schnell wieder ab. Das stimmt. Die ist auch super lieb. Und da sind wir auch froh, dass wir sie haben. So, das soll es auf jeden Fall jetzt gewesen sein mit diesem kleinen Hotel-Video. Es geht dann wirklich weiter für uns. Es kommen noch Paris-Videos. Es kommen noch Europapark-Videos raus und alles Mögliche. Euch noch viel Spaß hier auf YouTube. Soll ich dir helfen beim Koffer? Ich schaff das schon. Willst du Tschüss sagen noch für die Kamera? Ja, tschüss, macht's gut und vielleicht sieht man sich ja mal im Europapark. Bis dann, Henne. Tschüss.